Sie können sich riesig freuen auf unsere Samurai-Manager, die neue Generation von Führungskräften, Heinrad Lindner. Ja, von meiner Seite auch nochmal einen wunderschönen Abend, vielen guten. Es war der 4. Juni 1994 in Hangzhou, Zhejiang-Provinz, Volksrepublik China. Ich habe zu dem Zeitpunkt dort ein Joint-Venture-Unternehmen aufgebaut. Ich war vom Universitätscampus und habe Flugblätter verteilt. Es war ein Joint-Venture zwischen einem österreichischen Unternehmen und einem chinesischen Chinese Agriculture Trust Investment Corporation, die viertgrößte Investmentgesellschaft Chinas, und wir waren ein Zwerg. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen englischsprachigen Assistenten gesucht und aus diesem Grund habe ich Flugblätter verteilt auf diesem Universitätscampus. Es hat keine 5 Minuten gedauert, sind 6 Polizisten gekommen, haben mich festgenommen, haben mich in ein Polizeiauto gezerrt, auf eine Polizeiwache gebracht und mich dort verhört in einem Hinterzimmer, warum ich für Demokratie Propaganda mache hier in China. Und ich habe zunächst gar nicht gewusst, was die da jetzt meinen. Später hat sich dann herausgestellt, der 4. Juni ist ein sehr, sehr legendäres Datum in China. Sagt Ihnen der 4. Juni 1989 etwas? Tiananmen, Platz des Friedens, wo die Studentenunruhen in Peking ihren Höhepunkt gehabt haben, wo dann das Militär ausgerückt ist und mit den Panzern die Studenten niedergemäht haben. Ich stehe am 4. Juni und verteile Flugblätter auf einer Uni in einer Schrift, die die Chinesen nicht lesen konnten. Zu dem Zeitpunkt in diesem Hinterzimmer wollten die von mir ein Geständnis herauspressen, warum ich politisch aktiv bin in China. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nur einen Gedanken, nämlich jenen Gedanken, den mir mein Meister Hidetaka Nishiyama wurde in der Fachpresse immer als der letzte Samurai bezeichnet. Und ich habe ihn kennengelernt bei der Weltmeisterschaft in Peru 1990. Und es war eine außergewöhnliche Persönlichkeit für mich und ich konnte dann in 20 Jahren meines Lebens begleiten. Und er hat mir wirklich einen tiefen Einblick in die Seele Japans gegeben. Und in dieser Zeit habe ich wahrscheinlich mehr gelernt, als wir auf der Uni. Und in dieser Situation, wo es um sehr viel gegangen ist, und Sie können sich vorstellen, in Untersuchungshaft in einem chinesischen Gefängnis zu sitzen, da gibt es nettere Dinge auf dieser Welt. Aber er hat zu mir gesagt, any situation you face, keep stable emotion. Never lose your center. Es war eine zweite Situation, und zwar, wir hatten ein Eiscreme-Joint-Venture gemacht. Wir haben eine Eisdielenkette aufgebaut auf Basis von Franchising. Und das Geschäft lief hervorragend. Ich habe seinerzeit ausgerechnet, wenn jeder Chinese nur ein Kugel Eis pro Jahr bei uns kauft, bin ich Millionär. Nichts bin ich wohl. Aber wir hatten ein Flaggschiff, dieses Store war, wir hatten 2.000, 3.000, 4.000 Gäste pro Tag. Wir haben ähnlich wie McDonalds pro Minute 6 Eisspezialitäten verkauft mit so einem System. Und die Technik haben die Chinesen gemacht, insbesondere den Store und auch die Elektrik. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass die Standards sind nicht so, wie sie sein sollten. Und ich habe dann eine westliche Firma beauftragt, um mir einen Bericht zu geben, wie sicher ist der Store. Der Report hat gesagt, der Store ist in einem hochexplosiven Zustand, ein Wunder, dass noch nichts passiert ist. Und ich habe sofort ein Meeting Board of Directors einberufen. Und in diesem Meeting, ich war Geschäftsführer dieser Gesellschaft, die Aufsichtsräte, alle Chinesen sind herumgesessen am Tisch und ich habe gesagt, ich werde den Store schließen, den Bericht vorgelegt. Das ist gefährlich. Und die Chinesen haben gesagt, nein, das Tor wird nicht geschlossen. Wir sind in der Hochsaison, wir verlieren Geld, wir verlieren Umsatz. Und ich habe gesagt, ja, das mag sein, aber es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Und dann haben wir zur Antwort bekommen, du bist nicht hier, um Menschenleben zu retten. Du bist hier, um Geld zu verdienen. Und wenn was passiert, du bist Geschäftsführer, du gehst ins Gefängnis.
wenn man nach Fuji wieder geschehen ist. Und mir ist wieder dieser Satz eingefallen. Any situation you face, keep stable emotion. Never lose your center. Und ich möchte Ihnen heute einen kurzen Einblick geben, was ist so die neue Generation der Führungskräfte, auf dem, was wir heute gehört haben, aus welchem Holz müssen Führungskräfte in Zukunft geschnitzt sein, damit sie diesen Herausforderungen gewachsen sind. Und wir leben in der Tat in einer unglaublich spannenden Zeit. Wenige Generationen können das so hautnah miterleben. Beispiel vor 200 Jahren, als die Dampfmaschine erfunden wurde, wurde die Arbeitskraft, die Muskelkraft von einer Maschine ersetzt. Und die Menschen haben sich damals gedacht, Maschinen machen jetzt unsere Arbeit. Wozu braucht man uns dann noch? Wir sind sehr schnell draufgekommen, Maschinen können nicht denken. Also braucht man die Menschen, damit sie die Maschinen richtig einsetzen. Das hat uns sehr lange gut funktioniert. Jetzt stehen wir auf dem Status, wo Maschinen anfangen zu denken und anfangen zu denken in einer Qualität, die zum Teil fluchterregend ist. Und ein bahnbrechendes Ereignis in Asien, wir haben das in Europa gar nicht so mitbekommen, weil ich bin sehr viel in Asien, war, als die Weltmeisterschaft in Go. Go ist da ein sehr, sehr komplexes japanisches Brettspiel, noch weit komplexer wie Schach. Und der Go-Weltmeister ist gegen einen Computer angetreten. Und er hat haushoch verloren, aber es war nicht nur, dass er verloren hat, sondern er hat dann in einem Interview gesagt, er hat nicht den Funken einer Chance gehabt, weil der Computer hat sich während des Spielens, hat er seine Spielzüge analysiert und hat sich weiterentwickelt. Und das ist das, was man nennt, wenn sich künstliche Intelligenz verselbstständigt. Also wenn in Zukunft auch Maschinen, sprich IT, das Denken übernehmen und nicht nur die Arbeit in Form von Muskelkraft ersetzen, wo bleibt dann der Mensch? Welche Funktion hat er? Wie können wir ihn zuordnen? Und was bedeutet das in Zukunft für Führungskräfte? Und ich möchte in dem Zusammenhang einen Ausflug machen nach Japan. Hidetaka Nishiyama hat, wie gesagt, mich in die Seele Japans schauen lassen. Und ich bin der Frage nachgegangen, kann man von den Samurai, Hidetaka Nishiyama war selbst auch ein Samurai, stammt in der Samurai-Familie, Werte, die über 7 Jahrhunderte eine enorme Bedeutung gehabt haben in einem Land, Werte, die Samurai zum höchsten gesellschaftlichen Ansehen verholfen haben, auf das moderne Management übersetzen. Und nach dieser Frage habe ich eine Studie in Japan gemacht und mir die Frage gestellt, warum war Japan in so kurzer Zeit so erfolgreich? 1945 war Japan das meistzerstörte Land der Erde, mit 2 Atombomben in Schutt und Asche gelegt. 23 Jahre später ist Japan die zweitstärkste Wirtschaftskraft der Welt geworden, 1968, unter denkbar schlechten Voraussetzungen. Japan hat keine Rohstoffe. Japan liegt geografisch in nirgendwo. 2/3 des Landes kann man weder bebauen, noch bewohnen, noch bewirtschaften. 60% der Lebensmittel müssen eingeführt werden und da kommen sie permanent Erdbeben. Alles Voraussetzungen für ein Entwicklungsland wie Äthiopien. Japan war seit 1968 the second strongest powerhouse in the world. Warum? Dieser Frage bin ich nachgegangen und ich bin in meiner Studie sehr stark auf den Samurai-Geist gekommen. Und dieser Samurai-Geist wurde in die Unternehmen übertragen und in die Gesellschaft implementiert. Und dieser Geist hat die Unternehmen und die Mitarbeiter und vor allem deren Loyalität zu einem Unternehmen, deren Einsatzbereitschaft, aber auch deren Werte enorm stark geprägt. Und für einen Samurai war das gesprochene Wort gleichzusetzen mit der Tat.
Es darf nichts dazwischen. Wenn er was gesagt hat, dann hat er es auch gemacht. Ich höre mir das von so manchen Politikern wünschen. Wenn wir das jetzt auf unseren Freund Donald Trump umlegen, ja, da wird einiges passieren müssen. Hat das nicht gemacht, hat er etwas verloren, was weit wichtiger war als wie sein Leben, nämlich seine Ehre und auch die Ehre seiner Familie. Also wenn er das nicht in die Tat umgesetzt hat, hat er seine Ehre nur wiederherstellen können, indem er, im Westlichen ist es bekannt, unter Harakiri, im Japanischen eher unter Seppuku, dann war das wieder ausgelöscht. Und wenn man so ein Versprechen abgibt, ist man sehr, sehr schnell bei Werten. Ich muss mir sehr, sehr gut überlegen, was ich sage. Und ich muss dann in weiterer Folge sehr, sehr viel Disziplin aufbringen, um das auch in die Tat umzusetzen. Und wir vergleichen jetzt, wie sinnvoll ist es, Werte, die über 7 Jahrhunderte Geltung gehabt haben, in diese Welt der Digitalisierung hineinzutransportieren. Wer von Ihnen darf ich fragen, war schon hier? Okay, doch einer. Hier ist ein, hier links in der Mitte ist der Shinjuku-Bahnhof. Das ist das U-Bahn-Netz von Japan. Der Shinjuku-Bahnhof hat seinen Verkehrsknotenpunkt. Was schätzen Sie, welche Tagesfrequenz bewegt sich da an Menschen von morgens bis abends? Der Großraum Tokio hat in etwa 30 Millionen Einwohner. Wo schätzen Sie? 10 Millionen. Ja, fast gesagt, ja. 12 Millionen Tagesfrequenz hat der Shinjuku-Bahnhof. Und es funktioniert. Wenn auf der Love Parade in Köln 1 Million Menschen unterwegs sind, gibt es 38 Tote. Was wir von den Japanern lernen können, ist, sie sind sehr, sehr, sehr diszipliniert. Das liegt auch in ihrer Sprache. Die haben das in der Kindheit, heute ist sehr viel um Schule gegangen, um Kinder gegangen, die Vision. Viel in der Volksschule in 5 Jahren weiß jeder, was viel ist. Wir haben in Europa 26 bzw. 35 Buchstaben. In Asien, Japan und China hatten in etwa 5.000 bis 6.000 Schriftzeichen. Die Japaner sagen, was macht sie in der Schule? 26 Buchstaben kann jedes durchschnittlich intelligente Kind in 2 Wochen lernen. Um 6.000 Schriftzeichen zu lernen und nicht Analphabet zu bleiben, muss man sich verdammt gut disziplinieren können. Und wir sind hier in Oberösterreich, Markus Hensteger, unser Aushängeschild in der Genforschung, hat auch wissenschaftlich nachgewiesen, Disziplin ist weit wichtiger als ein Talent. Also wenn ich mich disziplinieren kann, und ich komme aus dem Spitzensport, ich habe viele Weltmeisterschaften bestritten und ich habe oft unglaublich tolle Talente kennengelernt. Aber nur ganz wenige ist die Kombination Talent und Disziplin. Also diese Extrameile gehen, was viel sicher groß gemacht hat, warum wir heute da sitzen. Die können sich einfach disziplinieren. Sie gehen einen Weg und den ziehen sie sehr, sehr konsequent durch. Was war noch ein wichtiger Wert der Samurai? Respekt. Respekt. Ein respektvoller Umgang miteinander zahlt sehr, sehr stark auf die Unternehmenskultur ein. Welcher Respekt in einem Unternehmen herrscht, kann man direkt ablesen in der Unternehmenskultur. Und unser altes Vorbild im Management, der gute alte Peter Drucker, hat schon einmal gesagt, die Unternehmenskultur frisst die Strategie zum Frühstück. Und wie viel Geld wird für Strategie ausgegeben? Und wie viel Geld wird für die Unternehmenskultur ausgegeben? Ohne Unternehmenskultur ist jede Strategie sinnlos. Wozu braucht man, wen braucht man, um eine Strategie umzusetzen? Menschen. Und wenn diese Menschen nicht die Zahnräder ineinander greifen, ist die beste Strategie nichts wert. Also ist es eine Basisüberlegung, wie gehen wir mit dem Wert Respekt
die Zukunft um Mut und Entschlossenheit. Die Samurai waren Legenden, was diese beiden Dinge betrifft. Ich habe jetzt eine interessante Studie gelesen im Spiegel. Und da ist veröffentlicht worden, dass ein Manager, dass 50% der Führungskräfte, wenn sie länger als 4 Stunden keine elektronische Nachricht bekommen haben, haben sie Angst um ihren Job. Woher rührt die Angst? Ein Samurai, der in den Kampf gegangen ist und Angst gehabt hat, der war tot. Also wir müssen auch Plattformen schaffen, die Leute zu ermutigen, Mut zu haben für Ideen, Mut zu haben, was einzubringen, Mut zu haben, einen eigenen Weg zu gehen und auch den dann dementsprechend entschlossen umzusetzen. Und was das Thema Mut betrifft, für mich ist das Samurai-Manager-Programm auch ein Stück weit ein Lebensweg. Wie glaubwürdig bin ich selber und wie glaubwürdig ist das, was ich in dem Programm auch trainiere. Und ich möchte Ihnen eine sehr nette Geschichte erzählen. Ich bin von Wien nach Salzburg gefahren mit dem Zug. Und der Zug war überfüllt. Ich habe kaum einen Platz bekommen und dann war ein Platz, ein Zweierabteil. Da ist eine Tasche gestanden und ich war nicht der Fahrer. Und ein kräftiger junger Mann neben gesessen und der hat gesagt, nein, da ist ein Fahrgast, der ist im Speisewagen, der kommt gleich. Okay. Ein Stück weiter gegangen und schräg gegenüber waren 4 Abteile, waren 3 besetzt und eines auch voll. Und er hat gefragt, ob es möglich wäre, dass ich da Platz nehme. Ich habe gesagt, ja, selbstverständlich. Hat Taschen runtergenommen, ich nehme da Platz, packe meinen Laptop aus, fange an zu arbeiten. Und habe so einen Blickwinkel gehabt drüber auf dieses 2 Abteile. Da sind immer wieder Leute vorbeigegangen, die haben gefragt, ob der frei ist, wurde immer abgelehnt. Wir waren schon Saarbrücken, immer abgelehnt. Wir waren schon Linz. Immer abgelehnt. Ja, ältere Fahrgäste, eine schwangere Frau und ein Riesenbau vorbeigegangen, abgelehnt. Ich habe dann gemerkt, diesen Fahrgast im Speisesaal, den gibt es gar nicht. Ich habe mir gedacht, ist das die Möglichkeit? Ja? Da besetzt jemand 2 Plätze, nur was für ihn angenehmer ist, wenn er mehr Platz hat, und schickt Leute weiter. Und in mir hat es gegrübelt. Und ich habe jetzt mich selber gefragt, bist du jetzt ein Samurai oder nicht? Muss man sich jetzt in alles einmischen, was einem nichts angeht? Oder wird, wenn Ungerechtigkeit zu Recht wird, der Widerstand zu Pflicht? Und kurz vor Salzburg habe ich meinen Ruck gegeben und mein Motto vom Samurai-Manager ist, you feel you go. Also wenn man etwas spürt, etwas tun zu müssen, dann tun sie es. Sie bereuen es, wenn sie es nachher nicht tun. Und bin aufgestanden und habe eine Geldbörse aufgemacht, habe eine Karte herausgezogen, man hatte genug drinnen, habe ihn kurz vor die Nase gehalten und gesagt, ich bin von der diskreten Zugaufsicht. Sie wurden jetzt beobachtet von Wien bis daher, sie haben 2 Plätze blockiert, sie haben jetzt genau 2 Möglichkeiten. Sie kaufen sich bei einem Kollegen, beim Zugbegleiter, eine 2. Fahrkarte oder ich nehme jetzt ihre Daten auf und sie haben ein generelles Fahrverbot, weil wir von der ÖBB sind auch Gäste wie Sie nicht angewiesen. Dazu braucht man auch eine gewisse Art von Mut und eine gewisse Art von Selbstvertrauen. Und das ist das, was ich meinen Führungskräften auch wirklich versuche mitzugeben. You feel you go, wenn du dir sicher bist, dann tust. Andernfalls letztes bereuen. Mein Meister Nishama hat immer gesagt, Mistake is your teacher. Hesitation kills. Und unser großes Problem in Europa ist, dass wir zu wenig Mut aufbringen, Dinge auszuprobieren. Warum? Wir haben heute von Kultur gesprochen. Wir haben keine Failure Culture. Wenn jemand bei uns Misserfolg hat, mit seinem Unternehmen in Konkurs geht, dann hat er sehr schlechte Karten. Wenn ihm das 2-mal passiert, kriegt er keinen Netzbetreiber mehr, er kriegt wahrscheinlich keine Wohnung mehr, er wird von der Bank verjagt und ist ins Eck gedrängt. In Amerika schaut die Welt ganz anders aus. Wenn du 2-mal scheiterst und du stehst das 3. Mal auf, wirst du mit Applaus empfangen.
erst diesen Mut, Dinge zu tun und diese dann entschlossen umzusetzen. Mistake is your teacher, but hesitation kills. Was wir von den Erfahrungen lernen können, ist eine Sache durchdringen. Wir bleiben viel zu schnell in der Oberflächlichkeit hängen. Was ich gelernt habe, ist, sich mit einer Sache intensiv zu beschäftigen, von allen Seiten beleuchten und Kleinigkeiten und Nuancen zu erkennen. Ich hatte das Glück, ich war beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Und also, ist jemand von Ihnen schon mal einen Hahnenkamm runtergefahren? Mit Ski? Ja? Runtergerutscht? Runtergerollt? Der erste und der elfte auf dieser Strecke, 4,6 Kilometer, der erste und der elfte waren 72 Hundertstel auseinander. Wie viel sind 72 Hundertstel? Das ist genauso viel, ein Wildbahnschlag. Der erste ist der Superstar, oder? Der hat den Hahnenkamm gewonnen und der elfte hat total versagt. Und in Wirklichkeit sind, wie wir hier alle hier in den Rennen sitzen, sind die beiden gleich gut. Und es geht in Zukunft um diese 72 Hundertstel. Und da kommen wir um Werte nicht herum. Und ich habe den Sherpa eingeladen nach Europa. Er hat ein Seminar gehalten, einen Lehrgang gehalten in Österreich und habe ihn dann nach Deutschland begleitet. Er ist in meinem Auto mitgefahren, ich war sein Fahrer. Und das war die Chance. Er ist 7 Stunden neben mir im Auto gesessen, er konnte nicht weg. Und ich habe ihm Fragen stellen können. Und er hat dann den Spieß umgedreht und hat mir Fragen gestellt. Und er fragt mich, do you know what's a katana? Und ich sage, yes, sir. Sensei heißt der Meister. Yes, sir, of course. The katana is a Japanese word. Yes, yes. Japanisch, Englisch, yes. Und er sagt zu mir, there are people in Japan. They're working on one katana. 2 days. And there are people in Japan, they're working on one katana 2 years. What's the difference? And I said, okay, maybe the second one, he wants to make a real good katana. And he said, no, no, no. What's the difference? And he said, maybe the second one, he wants to make a perfect katana. And I said, no, no. And he said, sorry, Sensei, I don't know. And I said to me, you see, you have no idea about Budo. Budo ist der Überbegriff der Kampfkunst. Und ich habe schon 30 Jahre trainiert, wie verrückt. Und dann sagt er, the second one, he wants to develop his character. Through this art. Und ab dem Zeitpunkt hat für mich das nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Sich im Leben etwas intensiv beschäftigen, eine Sache durchdringen und dadurch besser zu werden. Wir müssen in Zukunft keine bessere Technologie, wir müssen nicht besser sein als die IT. Wir müssen, diesen Kampf werden wir nicht gewinnen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, wie können wir das, was wir heute gehört haben, nutzen und gleichzeitig aber auch die Potenziale, die in uns stecken, als Mensch weiterzuentwickeln. Uli Vogel hat das immer wieder toll erklärt. Wie viel hat sich der Mensch in der Technologie entwickelt und wie viel hat sich der Mensch in den letzten 2000 Jahren in seinem Wertesystem entwickelt. Da haben wir noch viel Luft nach oben, sagt man. Und für mich ist es ein Weg, wo ich da etwas dazu beitragen kann. Was ist wichtig für eine Führungskraft der Zukunft? Aus welchem Holz muss der geschnitzt sein? Ich habe schon gesagt, ohne Werte geht gar nichts. Ein wesentlicher Begriff, der in Zukunft ganz, ganz stark sein wird, ist Fascination. Vielleicht haben Sie schon etwas gehört davon. Fascination heißt, einen Raum schaffen für Ideen. Die Themen, die wir haben, sind so komplex, die kann in Zukunft kein Einzelner mehr lösen. Früher war es okay, wenn der Chef gesagt hat, was zu tun ist. Aber wir brauchen einen Raum, der die Potenziale, die in den Leuten steckt, auch kanalisiert und intelligent aufbereitet. Und idealerweise sogar noch mit einer Software unterstützt. Vielleicht fallen Ihnen dazu ein.
Der zweite wichtige Begriff, was Führungskraft in der Zukunft prägen wird, ist Co-Creation. Wir werden in Zukunft nicht mehr wissen, wer gehört zu unserer Belegschaft. Früher war das klar, wer gehört zu uns. Man spricht von fluiden Organisationen. Man spricht von Talente-Pools, wo man sich Talente und Experten in das Unternehmen zieht, für 2 Monate, für 4 Monate, für 6 Monate. Gehört der zur Belegschaft oder gehört er nicht? Co-Creation heißt aber auch, wir müssen den Mut haben zur Offenheit, unsere Ideen zu teilen. Und da sind uns die Amerikaner wieder unglaublich viel voraus. Ich trainiere ein Unternehmen in der Schweiz, die sind in der Schweiz führend im HR-Bereich, die betreuen die Top 100 Unternehmen im Personalprozess, mit komplexen Personalprozessen. Und der CEO, inzwischen seinem Freund von mir, hat mir erzählt, er war jetzt 3 Monate auf einem Schiff. Und auf diesem Schiff waren 300 Menschen von Silicon Valley. Investoren, Startups, Gründer, Firmenchefs. Und die haben in dieser Zeit, dieses Schiff fährt ganzes Jahr um die Erde. Und die machen nichts anderes auf diesem Schiff, als Ideen auszutauschen. Und wenn jemand eine Idee hat, bringt jemand der Nächste etwas dazu. Wenn wir eine Idee haben, ist einmal unsere größte Angst, diese Idee könnte jemand kopieren. Könnte uns jemand wegnehmen. Also diese Co-Creation, wo wirklich etwas Intelligentes entstehen kann, brauchen wir auch den Mut dazu, das nach außen zu tragen. Nicht Angst haben, bevor es noch wirklich was ist, wer können wir es mir wegnehmen. Was zahlt es auf die Mitarbeitermotivation ein und wie können wir die Mitarbeiter noch stärker als Unternehmen binden, basierend auf unseren Prinzipien? Die Japaner sprechen nicht von Ehrlichkeit. Sie sprechen immer von Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit im Sinne, bin ich integer als Führungskraft? Ist das, was ich denke, findet sich das in meinen Worten? Da sollte sich die Chefs bei den Weihnachtskranen mal ein bisschen nach der Nase nehmen. Meine Worte, setze ich die wirklich eins zu eins in die Tat um? Und mein Meister, die Schama, hat gesagt, you have to teach your students with your back. Und ich habe lange den Satz nicht verstanden. You have to teach your students with your back. Wer damit gemeint, der Fokus deiner Mitarbeiter, deiner Schüler, liegt auf der ihr abgewandten Seite. Nicht das schöne Gesicht, das wir den Mitarbeitern machen, sondern das wahre Gesicht, wenn es nicht zugewandt ist. Die Mitarbeiter kriegen es raus. Und mit Corner vielleicht. Das kann ich Ihnen versprechen. Ja? Also Corner ist auch ein Auftrag für Sie, von ganz oben herab, diesen Mut zu haben, offen zu sein, auch sich selber offen zu leben. Und das sind viele Unternehmen noch nicht so weit. Das weiß ich, aber Corbett wird gewaltiges bewegen in diesem Buch. You have to teach your students with your back. Ein Beispiel. Was hat in meinem Unternehmen die Loyalität stark erhöht? Und wir wissen, es gibt kein Land der Welt, wo die Loyalität der Mitarbeiter so hoch ist wie in Japan. Ich möchte Japan nicht glorifizieren. Es gibt viele, viele Fehler, die die machen. Wir können uns gerne anschließend dann drüber machen. Aber die Loyalität, Identifikation zum Unternehmen. Wenn sich ein Japaner vorstellt, sagt er nicht zuerst seinen Namen, sondern seine Firma. Nachdem er die Firma sagt, sagt er, die Abteilung, in der arbeitet. Und am Schluss kommt sein Name. Und ich habe einmal bei meinem Unternehmen, habe ich eine GmbH übernommen. Und dafür war ein Notariatsakt notwendig. Und der Notar hat einen anständigen Job gemacht. Und ich habe dann nach Wochen immer noch keine Rechnung bekommen und ich sage zu meiner Sekretärin, bitte fragen Sie mal nach, was ist denn mit der Rechnung? Ja, da ist nichts gekommen. Grundbuch, alles war erledigt. Firmenbuch, alles war erledigt. Und sie sagt zu mir, nein, vielleicht vergisst er doch. Und ich habe gesagt, er hat einen anständigen Job gemacht. Ich bin mit seiner Schuld, ich will das begleichen. Dann schaut sie mich an und sagt, das hat mir noch kein Chef gesagt. Aber welcher Geist herrscht in einem Unternehmen,
wenn eine Leistung, die gut ist, nicht abgegolten wird. Wenn wir anfangen, ich erlebe das sehr, sehr oft, dass Rechnungen 8, 10, 12 Wochen nicht bezahlt werden für den armen Handwerker und dann werden 3% Konto abgezogen, obwohl es nicht fallen ist. Damit erzeugt man ein Krebsgeschwür im Unternehmen. Das ist keine Kultur. Wenn Sie Ihren Unternehmenserfolg darauf aufbauen, dass ein Handwerker, der einen anständigen Job macht, 2% Konto abzieht, weil er sich nicht wehren kann, dann dürfen Sie nicht wundern, wenn Ihre Mitarbeiter keine Loyalität zu Ihrem Unternehmen haben. Da sind wir wieder selber gefragt. Teach your students, wie sie arbeiten. Vertrauen. Wir müssen in Zukunft aufgrund das, was die IT möglich macht, den Mitarbeitern wesentlich mehr vertrauen als in der Vergangenheit. Wir müssen den Sprung machen, auch wenn der Homeoffice macht, darauf zu vertrauen, dass er dort genauso sein Bestes gibt. Wir können nicht die ganze Welt kontrollieren. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass er eine hohe Identifikation zum Unternehmen hat und darauf vertrauen, dass er einen guten Job macht. General Schwarzkopf, der den Irakkrieg geführt hat und ein Vietnam-Veteran, wurde mal gefragt, was sind die wichtigsten Kompetenzen einer Führungskraft, jetzt auch im militärischen Sinne. Und er hat gesagt, zwei, Strategie und Vertrauen. Und wenn ich von einem dieser beiden wählen muss, dann würde ich mich fürs Vertrauen entscheiden. Wenn Sie einem Mitarbeiter nicht vertrauen, schmeißt es ihn raus. Solange er bei Ihnen arbeitet, vertrauen Sie ihm. Hikmet Ersek ist eines der Vorzeige-Aushängeschilder in Österreich für eine gelungene Integration. Wie der Name schon sagt, ist typischer Herkunft. Und er ist aufgestiegen als CEO von Western Union. Und er führt 1 Million Menschen. Und die Claudia Stöckel, befrühstückt von mir, hat ihm eines Tages einmal gefragt, Herr Ersek, Sie führen 1 Million Menschen. Wie machen Sie das? Sagt er, indem ich meinen Führungskräften vertraue. Und wenn Sie ihnen wirklich vertrauen, werden Sie staunen, was Sie ihnen liefern. Intuition. Die höchste Kunst der Samurai war die Intuition. Was heißt Intuition? Zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun und damit wissen warum. Ein Samurai, der in den Kampf gegangen ist und nachgedacht hat, war tot. Die Dinge müssen passieren. Und wenn ich an meine Sporthistorie zurückdenke, die schönsten Punkte, die ich gemacht habe, bei Großbewerbern, die habe ich nicht geplant, die sind mir passiert. Die sind aus einer Intuition heraus geschehen. Und Einstein hat schon gesagt, alles was zählt, ist die Intuition. Und jetzt ist aber die entscheidende Frage, wie kann ich meine Intuition verbessern? Nur auf das Bauchgefühl zu hören, wäre naiv. Nur zu sagen, da verlasse ich mich auf mein Gefühl, das machen wir schon, wäre blauäugig. Es gibt eine Reihe von wichtigen Bausteinen, die vor der Intuition noch stehen. Aber letztendlich, und ich habe sehr, sehr viele Top-Führungskräfte interviewt und gefragt, letztendlich, wie treffen Sie Ihre Entscheidung? Und einheitlich habe ich die Antwort gehört, letztendlich ist die Entscheidung eine Bauchentscheidung. Und im samurainischen Verfahren geht es sehr, sehr stark darum, darum auch der Untertitel von meinem Buch mit Intuition zum Erfolg, wie kann ich meine Intuition verbessern? Und ich habe mich schon einmal gefragt, in der Kampfkunst auf einem höheren Level geht es nicht um Technik, Kicking, Punching, da geht es um Timing. Wer hat das bessere Timing? Wer erwischt den richtigen Zeitpunkt? Und das richtige Timing hat sehr, sehr viel mit Intuition zu tun. Intuition ist wiederum aufbauen auf Erfahrung. Und ich habe mich schon einmal gefragt, Sensei, how is it possible to increase your intuition? That's it, very simple. Hard training leads to self-confidence. Self-confidence leads to stubborn emotions. Stubborn emotions is the door to your intuition. But
problem is only the people are not ready to train hard. Sie wollen jetzt einen Weg gehen. Also wenn ich mich für etwas entscheide und in diese Sache eindringen und die Sache durchdringen, gewinne ich Selbstvertrauen. Wenn ich Selbstvertrauen habe, kann ich gelassen sein. Und woher kommen die guten Ideen? Nicht im Stress, in der Gelassenheit. Insofern ist Intuition ein ganz entscheidender Faktor. Und Nishama, als er seinen letzten Lehrgang gegeben hat, das war 2008 in Warschau, einer der letzten Sätze, ja, ist dann kurz zwei Monate später daraufhin verstorben, einer der letzten Sätze, den er hinterlassen hat, war, er hat gesagt, Spirit is most important. Und immer wenn ich hier zu viel reingehe, ich spüre einen Spirit. Ich spüre was. Und dieses Spirit hat Qualität. Und ich möchte schließen mit meinem Vortrag, mit einer Frage, die uns alle beschäftigt. Und zwar, ich habe eine Sendung gehört von der Nora Neumann. Die sind heute sehr wissenschaftlich unterwegs gewesen in den ersten Stunden. Nora Neumann war die Galionsfigur in der Meinungsforschung. Wir haben heute sehr viel von Marktentwicklung und so weiter. Meinungsforschung. Sie war der Erste, der die Meinungsforschung in Europa groß gemacht hat. Sie ist dann nach Amerika, hat es von dort zurückgebracht. Und der achte Sender, als er verstorben ist, hat ihr eine Sendung gewidmet. Und der Reporter hat sie gefragt, Frau Neumann, was waren so die interessantesten Fragen, die sie ihren Interviewpartnern gestellt haben. Und sie sagt, ich habe tausende Fragen gestellt, aber einige sind mir in Erinnerung. Ich habe beispielsweise 1948 gefragt, die deutsche Bevölkerung, glauben Sie, dass es in 5 Jahren wieder Schuhe und Kleidung zu kaufen gibt in Deutschland. Haben 90% gesagt, völlig unmöglich, es ist ja alles kaputt. Wer soll denn das machen? Seit 1952 Deutschland gefragt, sind Sie glücklich? 22% der deutschen Bevölkerung haben gesagt, ja, ich bin glücklich. Seit 50 Jahre später, 2002, dieselbe Frage noch einmal gestellt, sind Sie glücklich? Und es haben 27% gesagt, ja, ich bin glücklich. Und wie viel hat sich der Wohlstand vom Jahr 52 auf 2002 erhöht? Verfünfzigfach wahrscheinlich. Das Glücksgefühl ist gerade mal von 22 auf 27% gewachsen, also fast gleich geblieben. Jetzt drängt sich die Frage auf, was macht Menschen glücklich? Und diese Frage hat auch der Reporter gestellt, was macht Menschen glücklich? Und sie hat gesagt, das ist eine Frage, die hat mich Zeit meines Lebens beschäftigt. Am ehesten würde ich es so beschreiben, wenn Leute das tun können, was ihnen Spaß macht, wenn sie Sinn darin sehen und wenn sie sich dabei weiterentwickeln können. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie das in Ihr Unternehmen hineintransportieren. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und ich bin gern bereit, mein Buch zu signieren. Dankeschön.